Yo, 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 was geht ab, meine Freunde? Ich bin's, der Tenshi, und hier seht ihr ein wunderschönes Solarpanel, was wir zerlegen werden. Also, ein bisschen ernster. Ich habe jetzt mal in der Welteinstellung mal das Aufbauen und das Abschleifen zweifache Geschwindigkeit gestellt, um mal zu schauen, ob das jetzt länger dauert, oder also nicht, naja, länger dauern wird es nicht, aber wie schnell es jetzt geht. Wenn es mir zu imbar erscheint, dann werde ich sie doch zurückschrauben. Aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich auch auf fünffach stellen können. Weil das dauert selbst jetzt noch etwas lange. Weil einfach nur, was ist ein Let's Play? Also ich glaube, privat, wenn ich das privat spielen würde, also offscreen spielen würde, nicht privat, privat spiele ich es ja trotzdem gerade auch, dann würde ich es wahrscheinlich nicht einstellen, dass man schneller schweißen kann. Weil das nimmt ja irgendwie dann auch die, ja, diesen Survival-Instinkt weg. Aber für ein Let's Play ist es, glaube ich, doch ganz praktisch zu sehen, ob man Platz hat oder nicht. So, ich muss mir mal schnell Platz machen. Ist das hier ein Cargo? Das ist ein Cargo-Container, das ist gut. Schmeiße ich das jetzt mal rein oder auch nicht? Warum auch immer. So, wieso geht das nicht mehr? Ein Doppelklick. Ich muss das per Hand reinschieben. Das ist ein bisschen lästig. So. Schmeißen wir das mal komplett auseinander. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich vergesse mal die Namen, tut mir echt leid, dass es auch wirklich nicht lohnt, die Solarzellen drauf zu hauen. Der hat zwei riesige Anlagen, weil er die Basis entlasten möchte. Und das deckt gerade mal die, ja, Instandhaltungskosten, sage ich jetzt mal. Also die Idle-Stromverbrauch, ein paar Lampen, die an sind und so. Das ist das Einzige, mehr schafft das Ding nicht. Und das finde ich echt schade. Warum bauen die Programmierer sowas rein? Ich meine, klar, man kann dann gut aussehende Schiffe bauen. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man das dann auch verwenden würde. Aber an sich wird es wahrscheinlich ansonsten trotzdem nicht viel bringen. Ja, finde ich schade, eigentlich. Da hätte man mehr machen können da draus. Oder noch irgendwelche anderen alternativen Stromquellen, als immer Uran irgendwie durch die Gegend zu schieben. Wäre schon nicht schlecht gewesen, finde ich. Aber naja, ich bin ja nicht der Entwickler von dem Spiel. Von daher kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen oder einfach behaupten und so und sagen und bla bla und hast du nicht gesehen. So, alles was ich jetzt hier reinschmeiße, das schmeiße ich nachher, ich docke nachher einfach mit dem Ding an, mehr oder weniger, und schmeiße das einfach alles in unser System rein. Aber erstmal muss ich das hier auseinandersäbeln. Und ich glaube, ich werde da doch mal auf fünffach stellen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich stelle das mal auf fünffach, damit das alles schneller geht. Also ich bin gleich wieder da. Ja, da ist der Tenshi wieder. Und wir können ihn jetzt fünffach abschweißen. Mal gucken. Ja, geht ein bisschen schneller. Das ist gut. Genauso möchte ich das haben. Gib's mir. Gib's mir. So. Im Let's Play muss es schneller gehen. Das kann ich jetzt nicht einfach stundenlang an irgendwas rumschweißen. Das geht einfach nicht. Das kann man so nicht machen. So, mal schauen, ich bin wieder voll. Bisschen loslassen, das Zeug. Aber ein Solarpanel will ich trotzdem irgendwann mal bauen. Auch wenn es keinen Nutzen hat, aber ja, es sieht halt, ja, es sieht schön aus. Das ist der einzige Grund wahrscheinlich, warum man das Zeug dann baut. Ist leider so. Ist leider so. So, da drüben noch ein bisschen. Und dann werden wir das Ding umbauen. Das wird unser, ja, wird es eine Bohrkopf? Ich weiß noch nicht genau, ob wir da einen Bohrkopf dran machen oder was wir da dran bauen. Irgendwas Cooles müssen wir auf jeden Fall dran bauen. Und das Geile an der Sache ist ja, dass wenn wir das jetzt umbauen und wir möchten jetzt aber ein Schiff haben, was genauso aussieht, nur mit einem anderen Kopf vorne dran, dann klauen wir uns einfach nochmal genau das gleiche Schiff und dann bauen wir das wieder genauso um, nur mit anderen Bohrkopf vorne dran. Aber irgendwann plane ich noch selbst ein riesiges Schiff. Das muss einfach sein. So, ich brauche ein bisschen Energie, nicht wundern. Und deswegen muss ich da bloß noch ranfliegen, das wird bestimmt auch lustig. Ja, müssen wir schauen, wie groß der Bohrkopf wird. Also ich hätte schon einen riesigen Bohrkopf. Weil das Schiff ist auch ziemlich breit. Das heißt, wenn ich mich irgendwo reinfressen möchte, dann brauche ich da schon so meinen Platz dafür. Irgendwie. Das sollte dann schon irgendwie Platz sein. Dass ich da noch rein hinterher rutschen kann. Und wie schnell man hier voll wird, schon krass. So, hätten wir das schon mal? Oh Gott, hier sind noch mehr. Ah. So viel Solarzeug. Also real finde ich Solarzellen ja ziemlich cool eigentlich. Weil
es hat irgendwas, so aus dem Nichts etwas erschaffen. Also es wirkt ja wie, als hätte man, als wäre das Nichts. Und daraus dann Energie zu schaffen, ist eigentlich schon eine ziemlich coole Sache und eigentlich eine sehr fantastische und interessante Sache. Und ja, am liebsten würde ich mir auch Solarzellen aufs Dach hauen. Ich habe nur kein Dach und deswegen klappt das nicht so ganz. Man braucht erst ein Dach, bevor man sowas aufs Dach hauen kann. Ja. Und dann ist halt noch die Frage, ob es wirtschaftlich überhaupt hinhaut. Also, ehe die Dinger sich abbezahlt haben, das dauert auch ganz schön lange. Aber irgendwann haben sie sich abbezahlt. Und dann hat man das Geld, spart man dann einfach. Einfach schönes Geld sparen. Warum also nicht? Ja, ich bin wieder voll. Kann ich gleich wieder ausleeren. Einfach irgendwo reinschmeißen, da wo es gerade geht. So. Warum ich das hier per Hand machen muss, ich verstehe es nicht. So, so und so. Und dann weiter schleifen. Wuhu! Achso, ist noch gar nicht fertig. Aber unsere Anlage sieht schön aus. Sie sieht schön aus. Sie muss nur noch ein bisschen ausgebaut werden. Also Seitenwände ist schwierig, wenn man so ein riesiges Schiff nehmen möchte. Dann sind die Seitenwände ein bisschen schlecht in unserer Zersetzungsanlage da drüben. Da sind Seitenwände ein bisschen kontraproduktiv, hat man ja gesehen. Aber in sich ist das alles noch totaler Rohbau. Da müssen wir noch irgendwann mal was machen. Da müssen wir noch was machen. So. Ich möchte das... Übrigens habe ich ja eigentlich eine Extra-Folge am Sonntag rausbringen wollen. Ich habe aber, wie ich gesehen habe, irgendwas falsch eingestellt, sodass es auch am Samstag rausgekommen ist. Also am Samstag kamen zwei Folgen auf einmal raus. Bisschen dumm gelaufen, aber da hätte ich... Ich habe es zu spät mitbekommen. Ich hätte es dann nochmal schließen müssen und dann am Sonntag rausbringen. Das dachte ich, naja, ist egal. Ist ja anscheinend auch gar kein aufgefallen. Hat sich auf jeden Fall keiner beschwert. Also von daher passt das schon. So. Immer schön die Uhr im Auge behalten. Boah, wir sind, ich sehe schon, das wird wahrscheinlich wieder so eine Folge. So eine Folge, wo einfach nur die ganze Zeit an dem Ding rumgeschweißt wird hier. Aber wir kriegen das hin. So. Schön. Der letzte. Dann hätten wir das und dann müssen wir nur noch das andere Zeug machen. Also kommt noch ein bisschen was. Die Solarzellen sind einfach das, was sie am meisten frisst. Von der Größe her. Nehme ich an. Aber ich bis das ganze Ding ja eigentlich reinbekommen. Ja. Alles in meine Tasche. Sieht eigentlich schon. Also mir gefällt das Design von dem Schiff eigentlich ganz gut. Ist ein schönes Schiff. So. Und schauen wir mal. So, da müsste ich da mal reparieren. Aber ansonsten. Ich weiß noch nicht, ob ich das so dick lasse da, diese Teile da. Ah, da sind ja auch die Schubdüsen dran. Oder waren welche dran? Ne, da unten sind auf jeden Fall welche dran. Da wird es natürlich schwierig mit einem Schubkopf. Vielleicht müsste ich dann doch mal die Rückschubdinger extra bauen. Wenn ich die hier hinten dran bauen würde, so gleiche stilmäßig, dann dürfte es funktionieren. Ja, das mache ich. Ich hole mir erstmal das Laufwerk. dieses Teil hier. Es sollte eigentlich alles locker in die Tasche passen. Das ist gut. Und was ist das hier? Sind das die Panzer? Sind das richtige Panzerplatten? Ah, die Rampen. Die haben dafür Rampen genommen. Das ist ja auch eine geile Idee. Komm, das mache ich. Das baue ich nach. Was ist das? Hier ist auch eine Rampe. Okay. Interessant. Wie sind die dran gebaut? So. Okay. Dann baue ich das hier mal kurz ab. Dann schaue ich mal, ob ich das hier auch dran gebaut bekomme. Also, die haben erstmal ein normales Ding genommen. Das haben die hier dran geklatscht. So. Und dann eine Rampe. G. Okay. Hat ein bisschen länger gedauert. So, eine Rampe. Die haben sie jetzt hier so gedreht. Ja, ein bisschen falsch gedreht. So. Na? Was ist hier los? Hä? Ja, genau so. Und dann haben die hier noch eine Rampe dran gemacht. Die dann aber so hier dran. Nein, nicht so, sondern die war... Na? Ich krieg das echt nie gedreht. Mensch. Ich bin immer noch der Verfechter von dem alten Drehsystem. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ah! Die Krise. Okay, dann schauen wir uns mal das System da oben an. Also, als erstes möchte ich es mit Entfernen nach da drehen.
Jetzt hätte ich es gerne. Wie hätte ich es denn jetzt gerne? Weiß ich gerade gar nicht. So ja, auf jeden Fall. Geht das überhaupt? Moment, ich werde, glaube ich, erstmal das Triebwerk da oben dran klatschen. Dann läuft das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Weil es war ein kleines, glaube ich. Es war ein kleines. Ja, das ist ein kleines. Und das drehen wir nach da. Und jetzt bauen wir da die Rampe dran. So einfach ist das. So, dann hätten wir trotzdem das Design beibehalten. Aber es sieht gut aus. Ja, kann man so lassen. Nach unten das gleiche. Das durfte man eigentlich auch hinbekommen. Das ist gut, dann wird nämlich gleich das Ding da auch verdeckt. So. Ah, es geht nicht. Ah, fuck. Wir könnten natürlich auch da ein bisschen rumsäbeln. Ja, das machen wir. Da säbeln wir hier einfach mal was ab. Hoffentlich geht das auch einfach so abzumachen, ohne dass uns was wegfliegt, ja. Klatschen wir da das Teil rein. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das hier nehme oder ob ich da vielleicht wieder so ein Teil hier nehme. Das drehen wir mal ein bisschen. Ungefähr so. Weil hier muss ja jetzt so ein Dingsbums dran. Was ist denn, wenn ich hier so ein Dingsbums noch hier sowas dran mache? So ein bisschen ablutschen. So hier. Weil dann könnte ich hier jetzt nämlich dann das ganze Teil hinsetzen. Dann machen wir das so. Sieht dann ein bisschen anders aus als oben, aber ist kein Problem. So, dann kommt das hier dran. Muss mal kurz schauen. Ah, ne, so war es schon richtig, verdammt. So. Und dann kommt hier noch eins dran, was ich ein bisschen anders drehen muss. Und zwar so. Dann hätte ich nämlich da das Teil. Und jetzt könnte ich da wieder die Rampe dran machen, die ich wieder rausgelöscht habe, ich Idiot. So. Muss ich aber noch mal kurz schauen. Ich muss da gucken, komme ich überall ran? Ja, ich komme überall ran. So, die Rampe wurde jetzt einfach hier dran geklatscht, ne? So rum, genau. Dann kommt hier das Triebwerk dran. So, und hier noch eine Rampe. So. Tada! Oh, sieht schön aus. Schweißen kann ich, glaube ich, nicht alles. Da fehlt uns einfach noch ein bisschen was. Aber ich kann das Triebwerk schon mal schweißen. Dafür müsste ich eigentlich noch alles dabei haben. Und die Rampen und so. Mal gucken, ob ich die... Die dürfte ich nicht hinbekommen. Da muss ich noch ein bisschen was abschweißen nachher. So. Die durften nicht... Das dürfte nicht mehr reichen, glaube ich. Ja, interne Panzerung fehlt einfach. So, noch ein paar Stahlplatten reinklatschen. So. Zum Glück habe ich noch ein paar Stahlplatten. Hier sieht das nämlich dann anders aus von der Seite. Aber dürfte funktionieren. Ja, sieht halt anders aus, aber ist nicht so schlimm. Ich würde es aber gerne wieder noch mal blau anmalen dann. Na okay, ein paar Stahlplatten. Da fehlt uns jetzt einfach einiges. Ja, dann schweißen wir hier noch ein bisschen was ab. Hier auf der Seite. Hm, ja, das ist die richtige Seite. Oh, Energie ist wieder mal low. Holen wir uns dann gleich ein bisschen Energie noch. Das kommt auch weg. Und da hinten hätten wir noch so ein Business-Teil. So. Ich setze mich mal kurz hinten rein. Wahrscheinlich muss ich mich überdrehen, ja. Wobbel, wobbel. So, dann mein Blick auf die Uhr. Die Uhr sagt mir, ich weiß es noch nicht genau, ich muss noch auf meine andere Uhr gucken. Nein, 5 Minuten haben wir noch. Also ich habe das ein ganz komisches System, weil mein Zweitmonitor ist kaputt, mein Laptop ist kaputt, mein Handy ja, ist nicht da. Und ich habe ein lustiges System. Ich habe hier so ein kleines Büchlein. Dann rechne ich vorher aus, wie lange bis wann ich aufnehmen kann. Und dann muss ich auf die Uhr und auf das Büchlein gucken. Und dann kann ich das vergleichen und dann weiß ich, oh, jetzt funktioniert's. So ungefähr ist das dann. So, das bekomme ich jetzt da rein. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen internes Zeug, oder? Noch interne Panzerung, noch andere extra? Ich weiß noch nicht, müssen wir gleich sehen. So, das muss ich jetzt eigentlich auch hinbekommen. Okay, funktioniert. Und da drüben müsste jetzt eigentlich, auf der anderen Seite müsste ich eigentlich auch noch das hinbekommen. Dieses Teil da. Ja, passt.
Und haben wir wenigstens das System gleichgelassen. Also das Design scheint dann doch noch irgendwo da zu sein. Finde ich gut. Noch ein paar Stahlplatten, die ich noch abgesäbelt habe. So. Ja. Kriege ich das auch noch rein? Nein, da sind uns die Stahlplatten ausgegangen. Aber wir haben ja, glaube ich, hier noch welche drinne. Hm. Wenigstens kann ich es mit Doppelklick rausholen. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, hier noch. Oh, vielleicht doch ein paar mehr rausholen können. Stahlplatten, Stahlplatten. Das sind keine, das sind Stahlplatten. Noch ein paar mehr. Mehr habe ich hier nicht. Das waren schon alle. Okay, ich verstehe. So. Ist ein bisschen eckig, da kann ich vielleicht auch noch was draus, noch was basteln, da müssen wir mal schauen. Ich hätte es, glaube ich, doch so machen sollen, wie ich es ursprünglich vorhatte. Ursprünglich dachte ich mir das vielleicht so hier. Ich bohre das mal kurz weg, dass ich dann hier so einen Vierer nehme, so ein und den dran baue. So hier. Dann könnte man da unten vielleicht auch noch mal irgendwas dran basteln. Vielleicht sowas hier. Nee, ich glaube, so würde das sogar Sinn machen. Bauen wir es lieber so, ne? Man kann ja immer ein bisschen abändern. So. Förderbänder sind nicht verfügbar. Ja, glaube ich dir. So. Schweißen wir das noch zu Ende. Oh, schon fertig. Das ging aber schnell. Und jetzt möchte ich gerne mal wieder rausfinden, ob ich es schaffe, was ein zu... Oh Gott, wie ging denn das mit der Farbe nochmal alles? Boah, wie können wir überhaupt bemalen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Eieiei. Eigentlich mit der Maustaste war das. Aber ich hab die durch die Steuerung, die ist ja, hat sich ja tausendmal geändert wahrscheinlich. Navigation wird es ja nicht sein. System wahrscheinlich eher. Werkzeug benutzen. Werkzeugleiste, Chatfenster, Selbstmord. Hoffentlich drücke ich nie die Taste. Hier, Folgefarbe, nächste Farbe. Das hatte ich eigentlich mal geändert auf Plus, ne, hier Plus, naja, und auf Minus. Farbe, Waffenmodus ändern. Mittlere Maustaste, naja. Schau ich mal, Plus, Minus, wieso geht das nicht? Plus, Minus. Hm. Ja, weil diese komischen Tasten, die habe ich nie gefunden. Wo sind denn die? Na, warum geht denn das nicht? Warum geht denn das nicht mit den Farben? Nein, nicht Standardwerte, um Gottes Willen. Nur keine Standardwerte. Ein System 2. Nächste Farbe. Hä? Hat sich gelöscht? Ach, habe ich nicht gespeichert oder wie? Minus. Plus. Okay. Okay. Ah, jetzt geht's. Sehr schön. Blau. Dann färbt man das hier ein. So. Damit das auch schön bläulich ist. Dann passt das besser auch. Kann ich das auch so machen, dass ich einfach so hier mache? Nein, das geht leider nicht. Ich muss was in der Hand haben. So, das möchte ich auch noch gern blau. Ach, das ist dieser... Das ist der Block hier unten drunter. An den komme ich jetzt nicht mehr ran. Das ist ja bescheiden. An den komme ich nicht mehr ran. Hm. Doof. Tja, dann werde ich wohl was absägen müssen. Einfach nur, weil ich da rankommen will. Ja, man ist manchmal ein bisschen perfektionistisch. Das müsst ihr verstehen. Ich hätte es gleich so bauen können natürlich auch, aber das konnte ich ja nicht ahnen, wie ich das jetzt genau mache. So. Blau. Alles blau. Ah, stimmt ja, auf der Seite müsste ich es ja auch noch... Nein, muss ich nicht machen. Hier haut das ja alles hin. Aber ich müsste hier vielleicht noch bläulich machen, damit das hinhaut. Aber wir haben viel gearbeitet mit diesen Rampen. Interessant. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man die auch einfach verwenden kann. So, dann sieht das Schiff jetzt nämlich so aus. Ich muss mal kurz mich orientieren. Das ist... Ja, okay, so ist es gerade. Ich fliege weg. Okay, der Trägerzämpfer ist an. So, machen wir mal hier hinten auch noch blau, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn das schon mal der Eingang ist, kann man auch blau machen. So.
So, das ist jetzt von vorne. Okay. Da haben wir die Rückschubdüsen nämlich dran bekommen und können jetzt noch genüsslich das hier absäbeln, was wir nicht brauchen. Das hier brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Wohl nee, das kann man eigentlich so lassen. Das sieht eigentlich dann doch ganz gut aus. So. So, und ganz vorne wäre dann der Kopf. So, das kommt noch weg. So, jetzt nochmal nach unten. Da müsste es ja gleich hier nochmal da sein. Ach, da haben sie es ein bisschen abgeändert da unten. Ja, und hier vorne müsste jetzt eigentlich der Kopf dran, nicht diese Rückschubdüse. Ah, na eben, eine Rückschubdüse bräuchte man ja auch irgendwie. Tja, aber die können wir uns jetzt noch nicht leisten. Die muss da jetzt weichen. Das geht nicht anders. Ich hoffe, da hängt jetzt nicht irgendwas dran, was jetzt gleich kaputt geht dadurch. Oh, da ist ein Beacon drinne. Da ist er also. Da soll jetzt eigentlich der Kopf dran. Der Bohrkopf und so. Eigentlich müsste ich das hier, glaube ich, auch ein bisschen absäbeln. Weil hier kommen jetzt die Bohrdinger. Und ich muss mal schauen, wie ich die in die Röhrchen verbinden kann dann. Also ich glaube, ich muss einen Zwischenspeicher nehmen. So ein Zwischencargo. Und aus dem Cargo müsste dann das Zeug rausgepumpt werden, glaube ich. Hm. So, da müsste jetzt eigentlich dann die Bohrköpfe dran. So, dann haben wir da unten haben wir jetzt natürlich einen Cargo, der bis zum Dings geht nur. Der geht jetzt bis zu dem Teil da. Was ist denn, wenn ich den jetzt hier irgendwie verlängern würde? Wenn ich den verlängern würde nach da, dann nach oben, da hat er, glaube ich, keinen Platz mehr. So, da wird, glaube ich, kein Röhrchen dazwischen passen. Ich nehme mal kurz ein Röhrchen. So. Ich sehe hier nur noch zwei. Nee, da passt keiner dazwischen. So, da schon, aber nach oben nicht. Das heißt, ich muss das da absäbeln und dann nach oben gehen. Okay, machen wir das mal. Ich glaube, die sind ja alle miteinander verbunden. Also alle Cargos, die hinten drin sind. So, wenn ich jetzt hier mich dann nach oben gehe. Da ist zwar der Beacon. Den könnte ich aber wegsäbeln und das dann benutzen, um dann nach oben reinzukommen. Weil ich glaube, das ist auch wichtiger, sowas. Beacon braucht kein Mensch. Weg damit! Habe ich noch Platz dafür, für den Mist? Nein, habe ich nicht. Schnell Platz schaffen. Und... da haben wir wieder einiges erreicht heute eigentlich, muss ich sagen. Das ist gut. Ah, so nervig, was ihr das jetzt hier drin habt. Nur kein Glas, das, was ich eigentlich bräuchte. Das gibt's jetzt nicht. Ah, doch nicht mehr. Oh, das hat echt nicht gereicht. Wie viel war denn da drin, sag mal? Da habe ich jetzt so gar nicht drauf geachtet. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt locker alles mitnehmen kann. Aber in so einem Beacon ist anscheinend mehr drin, als man glaubt. So, suchen wir es mal aufzusammeln. Wenn ich es noch alles finde. So. Mitkommen. Und du kommst auch noch mit. So. Und da drin dann Cargo-Container reinklatschen. Und da könnte man doch die Verbindung direkt dran machen. Wenn ich jetzt hier... ah ne, die lasse ich da unten einfach. Ja, dann mache ich jetzt hier einfach direkt ein Cargo rein. Oder? Ne, ein Zwischencargo wollte ich ja gar nicht machen, weil ein Zwischencargo würde, glaube ich, bedeuten, dass ich nicht raus... aber doch, rauspumpen dürfte ich trotzdem können. Aber verteilt der das dann auch alles richtig? Guck mal, da hinten, das Schiff kann man sogar erkennen, so nah ist das dran. Verteilt der das Zeug dann auch auf die verschiedenen Cargo-Plätze? Das ist eine gute Frage. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich kein Cargo machen, sondern einfach hier ein Zwischenteil. Das kommt mal kurz weg. Ich weiß nicht, ob ich schon bauen kann. Hier kommt ein Conveyor rein. Oder wie die Dinger heißen. So ein Förderband ist das ja auf Deutsch. Das kommt dann hier rein. Da brauche ich interne Panzerung, die ich nicht habe. Aber ich habe, glaube ich, hier noch welche drin. Interne Panzerung, hier haben wir welche. Die kommt jetzt hier rein. So. Und hier kommen jetzt ein paar Röhrchen, die ich natürlich trotzdem, glaube ich, noch nicht alle bauen kann.
Weil aber die Sachen fehlen dafür. Wir werden es sehen. Hier in der Ecke bräuchte ich noch. In die andere Richtung vielleicht. So. Und da oben geht es dann einfach direkt in die andere Richtung. Hm. Nee, noch nicht ganz. Ja, es kommt jetzt die Sache schon näher. Und mir geht es nicht so richtig. Muss ich vielleicht doch erstmal sowas bauen. So. Ach, gibt's ja gar nicht. Letzten Moment hat sich noch umgedreht. So, 7 absäbeln. So. Schau mal von oben. So. Genau. Und dann schaue ich von drinnen einfach, dass ich da in eine Ecke reinkriege. Meine schöne Ecke. Und da muss ich mal schauen, wie ich überhaupt die Bohrköpfe verteile. Die haben ja alle einen eigenen Anschluss auch. Oh. Komm her. Die haben einen eigenen Anschluss. Das heißt, ich muss sowieso schauen, wie ich das hinbekomme. Die sollen aber schön ein bisschen breiter werden als das, was man jetzt hier sehen kann. Ich meine, das ist ein riesige Bohrköpfe wären das, glaube ich. Durch das mal an hier, die Dinger. Na? So riesig sind die gar nicht und sie sind blau. Blau. Aber sieht sehr interessant aus, so blau. Hat irgendwas. Aber wenn ich ihn jetzt hier hinsetze, kann ich daneben natürlich keinen setzen. Ich muss die also so im Raster anordnen. Das wären dann 4 Stück schon mal hier. Aber ich möchte schon gerne noch ein bisschen breiter sein. Da müssen wir dann mal schauen. Ich glaube, ich werde erstmal die Plattform dann verbreitern im nächsten Part. Und dann schauen wir mal, wie wir die anordnen könnten. Diese riesigen Teile hier. Aber bis dahin werde ich mich jetzt hier reinsetzen. Werde noch ein bisschen ein Anime schauen oder so. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüssi.